So, weiter geht's. Herzlich willkommen im nächsten Part. Und ich bin auch wieder dabei. Genau. Ja, wir tragen jetzt weiter hier den Dreck ab. So richtig spannende Arbeit hier. Und ja. Also, wie gesagt, habe ich ja gerade erzählt. Also, das habt ihr jetzt in der Aufnahme nicht gehört, aber egal. Ich hatte halt auch bis vor kurzem Logitech. Jetzt habe ich mir Sennheiser, falls du das kennst, Ja, PC kenne ich schon. 330. Und das ist relativ gut. Ich finde den Sound davon richtig geil. Auch so von dem, was ich höre. Nur eins finde ich richtig behindert, und zwar, dass es immer diese komischen Spackengeräusche macht. Die kennst du ja jetzt auch schon. Obwohl, gleich wenn der Defibrillator wieder kommt, dann musst du mal genau hinhören. Das ist so behindert. Und das höre ich Okay. ungefähr 10-mal am Tag. Naja. Ja, ich hatte vorher das Fatality Gamer Headset, falls du es kennst. Das sollte gut sein, war es aber nicht. Okay. So. Ja. Ja, ich denke aber auch mit dem Logitech bist du da eigentlich relativ gut bedient, weil eigentlich sind da alle Headsets gut. Also G35, obwohl G930, das ist so ein Wireless-Headset, auch von Logitech, das ist nicht so gut. Da habe ich gehört, Ach so. es soll öfter mal abspacken. Naja. Das Blöde ist bei mir, mein PC ist ein bisschen zu laut und das hört man halt manchmal in den Ja. Aufnahmen. Das ist halt. Lass mal so, also dass wir das hier so ein bisschen natürlich abfallend lassen, falls wir jetzt erstmal noch nicht die gesamte Ebene hier machen und alles abbauen. Lass es erstmal so lassen hier und dann jetzt das Haus hier so langsam bauen. Okay. Ich würde sagen, das sollten, also das hier ist ja so das Haupthaus, das, wo immer alle sich versammeln, da, wo immer die Mine drin ist und alles, mit den Öfen und mit den Betten. Aber wir können ja jetzt auch noch so ein Wohnhaus machen. Können wir machen. Also eins, was eigentlich nicht benutzt, da können wir dann die Betten reinstellen und ansonsten so Okay. Sitzecke, keine Ahnung. Ja, wie machen wir das? Unverarbeitetes Holz, da haben wir es ja. Könnten wir benutzen dafür und dann, ja, müsste ein relativ großes. Wir können das Haus so über Eck gehen lassen, so richtig. Na, nee, das ist zu groß. Bist noch da? Okay, er ist nicht mehr da. Er hat sich anscheinend gemutet. Moment, ich schau mal bei Skype. Ja, okay, er ist noch dran. Egal, ich fange hier schon mal den Anfang an. Wie machen wir das denn? Na, dann baue ich erstmal das Weizen ab, bis er wieder da ist. Und ja, warten wir mal ab. Wa? Ja, Leute, also wie gesagt, wenn ihr auch mitmachen wollt, müsst ihr nur eine PN schreiben, aber Mindestalter ist halt wirklich 14. Weil, ja, haben jetzt einige Leute geschrieben, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber wo ich nicht glaube, dass sie 14 oder älter sind. Keine Ahnung. Ja, müsstet da schon ehrlich sein. Gut, das haben wir jetzt hier abgebaut soweit. Und ja, also Oh, wenn wir jetzt dann. bin ich wieder da. Ah, okay. Entschuldigung. Ja, egal. Ich habe extra noch gewartet, bis ich das Haus anfange. Also ich dachte so, dass Okay. hier so einfach auch in dem Baustil wie das Haupthaus, so hier so ein großes Haus gesetzt wird. Dann hier vor schon mal für das Melonfeld so Platz gemacht wird. Hier so ein kleines Feld, wo ich gerade bin. Und dann hier so das Haus. Und dann mit Gravelwegen ausgestattet und dann ein ganz großer Zaun halt um das ganze Gelände rum. Dann alles ausleuchten und dann ist alles sicher. Alles klar. Das heißt eigentlich so viel. Bis hierhin muss frei werden. Ich mache jetzt mal einen Block dahin. Einfach als Merkmal. Und jetzt, der kann da sogar schon bleiben. Wie sähe das denn aus? Lass uns das doch so machen. Also das hier. Moment. Und wie weit jetzt? So. Und dann halt mehrere Etagen hoch. Okay. Also zwei eigentlich nur. Zwei reichen eigentlich. So, warte mal. Dann baue ich hier auch noch mal. Ach, wann habe ich die Aufnahme begonnen? Um 5:30, glaube ich. So, dass wir das hier so hoch machen. Aua. Und dann. Ja, dass wir erstmal ein Stockwerk machen, weißt du? Okay, habe ich denn noch? Nee, ich habe kein normales Holz mehr. Hier sind ja. Guck mal, hier vorne sind ja noch Bäume. Die kannst du da eigentlich alle abhacken. Das. Ja. So, ich baue mir auch noch mal welche ab hier. Ich höre einen Zombie. Hilfe. Wo ist der? Na egal. Egal, du kannst ja das abhacken, dann kann ich hier ja weiter bauen schon mal.
Werde dann auch gleich sofort wieder ein paar Saplings setzen, hab ja hier Ja, welche. nice. Ah, nicht zu nah aufeinander, weil dann wachsen da so Megabäume. Das sieht immer voll scheiße aus. Ups. So, das Gerüst von dem Haus, sag ich mal, steht gleich schon mal. So. Ja, das geht doch, wenn man hier so. Ja, doch, das ist schon okay. So. Wir müssten dann auch gleich mal in die Wüste und schon mal ein bisschen Glas holen, weil davon haben wir Okay. auch nicht mehr viel. Und das könnten wir dann gleich schon mal machen. Und ja. Ja, Schaufeln habe ich ja dabei. Ja, nice. So, und es wird auch pünktlich Nacht. Sonst, ja doch, das können wir so machen. Dann können wir jetzt erstmal das Haus in der Zeit, also wenn das Haus fertig ist, dann kannst du ja, hier ein bisschen weiter die Ebene machen und noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Und Tiere und so. Und ich baue dann schon mal die Umzäunung oder so. Okay. Mal gucken. Und ja. Viel können wir hier am Haus jetzt gerade nicht mehr tun, weil wir brauchen dafür unverarbeitetes Holz noch. Und dann. Ah, es ist doch okay, wenn hier denn so noch ein Haus steht. Das Ja. ist hier eine richtige Farm. So, ich gehe mal kurz hier bei den Tieren gucken, ob ich noch was paaren kann. Okay. Habt ihr vielleicht Lust auf Paarung? Nein, Kuh, hau nicht ab. So, die machen jetzt erstmal Liebe. Guckt alle zu. Da ist das kleine Kind. Da ist die kleine Kuh. Da ist sie. Aber die andere töte ich jetzt mal nicht, dann haben wir ein paar mehr. Ich baue hier schon mal alles mit Holz zu. Okay. Die eine Seite. Jo. Fenster können wir ja dann reinmachen. Ja, ich baue jetzt erstmal zu. Dieses Hühnchen. Ich würde das so gern töten, aber wir haben leider nur so wenig. So, ach so, nee, hier. Das könnte ich eigentlich umbringen. Tja. Nee, ich lasse die auch mal paaren hier. Macht Liebe. Und ich glaube, ja, ich glaube es nicht nur, es ist so. Ein Hühnchen. Nee, da ist es wieder. Ach Mann, die hauen immer alle ab und so. Naja. Und die Schweine, die sind auch groß geworden. Die kann ich jetzt auch mal paaren lassen wieder. So. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Schafe und dann, ja. Schafe haben wir noch nicht, ne? Nee, leider nicht. So, ich setze hier mal ein paar Fackeln ran. Scheiße, ich habe keine mehr. Ich hab noch ein paar. War da gerade ein Creeper? Nee. Das macht mir Angst hier. Können ja gleich dann pennen gehen. Okay, ich wäre fertig mit den Wänden hier. Okay, gut, dann lass uns pennen gehen. Und dann können wir am Tag weitermachen. Okay. Gut. So, habe ich was zu essen? Ja, habe ich. Moment, ich esse kurz was. Und dann muss ich mir gleich ein paar neue Fackeln machen. Also Kohle haben wir eigentlich relativ viel. Da haben wir 4,5 Stacks, glaube ich. Das dürfte erstmal reichen so. Und dann können wir auch möglichst bald schon in die Hölle oder in die Höhle, dass wir ein paar Items finden. Und hast du eine Minimap? Nee. Nee? Achso, schade. Weil dann, sonst könnten wir hier in die Schlucht gehen, weil da könnte man dann relativ Ach gut so. wieder dann rausfinden. Aber naja. Können wir auch so eigentlich wagen. Wenn wir es nicht schaffen, dann sterben wir und landen ja eigentlich wieder hier im Haus. So, ich gehe mal kurz mal von oben das Ganze angucken. Dann sehen die Leute das auch einmal, wie das Ganze aussieht. So. Was sind denn im Moment deine Projekte so auf deinem Kanal? Ich habe bis jetzt What the also fuck? Fail. Ja. also ich führe jetzt als einzigstes nur noch Final Fantasy X. Okay. Das ist jetzt so bei mir am Laufen. Ja. Pokémon ist ja jetzt erstmal pausiert und ja. Final Fantasy ist cool. 10 besonders, das ist mein liebster Teil, deswegen Let's Play ich den ja auch, ist ja logisch. Oh, von hier oben sieht echt geil aus. Wenn das denn so ein kleines Dorf ist, dann kann man. Obwohl daneben noch so ein richtig fettes Feld wäre geil. Aber naja, das kann man dann noch machen. Und dann,
dann irgendwo anders, zum Beispiel hier beim Sumpfgebiet, weil das ist ja relativ flach, wenn man das Wasser auffüllt und die ganzen Bäume abholzt, da so eine richtig fette Burg. Das wäre bestimmt heftig. Dann gibt's hier so das Dorf, dann kann man in die Burg wandern und dann können immer mehr Leute hier drauf spielen. Vielleicht mache ich den irgendwann mal public, aber nee. Dauert alles aber noch ein bisschen. Genau. Ja, bis man erstmal das Dorf hier fertig hat, weil da kommen ja auch noch Felder drumherum, damit das ein bisschen echter aussieht und damit das natürlich auch ergiebiger ist. Und die Tür machen wir mal hier so an den Rand. So, Moment. Ach, ich dachte, das soll die Tür sein. Nee. Was denn? Hoppala. Achso. So, warte mal, dann hau ich mal Fenster rein. Hier so, das reicht eigentlich. An Fenstern. Ja. Und ja, auf der anderen Seite demnach auch. So. Hier so. Und oh, gleich ist der Part schon wieder vorbei. Das ist irgendwie viel zu schnell. Aber naja. Können ja ein paar aufnehmen. Obwohl, ich müsste mal eben gucken. Das mache ich jetzt mal. Ich minimiere mal eben das Spiel. Aber ich nehme noch auf. Okay. Weil meine Festplatte ist gestern voll gewesen. Da musste ich auf meiner anderen aufnehmen. Und das mache ich immer nicht so gerne. Was hast du denn für eine? Ich habe zwei 500. Ach so. Und eine externe 1 Terabyte. Na, ich habe 2 TB. Ah, okay. Das passt schon bei mir so. Ja, ich ja auch insgesamt. So, der Boden, den können wir jetzt mal aushöhlen oder ausfüllen, also als Holz machen. Und dann könnten wir eigentlich schon Dach und so. Warte, ich hol mal Glas. Hoppala. So. Hier unten ist ja die eine kleine Höhle. Ach so, ja, stimmt. Bist du reingefallen? Ja. Naja. Geht. So. Ja, Glas haben wir erstmal noch genug, da müssen wir nicht in die Wüste gehen. So. Boah, dieses Piepen, das macht mich so nervös und das macht mich so wahnsinnig. Ich hasse mein Headset dafür. Aber es ist eigentlich ein richtig geiles. Hast du, also es gibt ja bei Logitech so ziemlich viele Headsets. Hast du eins, was die Ohren richtig umschließt, oder? Nee, das ist nicht ganz so, also... Ja, so. Ist jetzt nicht zu klein und auch nicht zu big, also geht eigentlich. Tut aber nach einer Zeit auch ziemlich weh. Ich hab... Oh fuck, hier ist ein Creeper. Lol. Siehst du den? Ja. Der backt sich durch den Boden. Ja, hab ich gesehen. What the fuck? Ey. Sag mal. Ein Hit noch und der ist weg. Ja. Ja. So. Fail. Na okay. Hast du Holz? Ich habe jetzt nur noch 48. Ich habe hier noch 16 unverarbeitetes. Da, wenn du willst. Ja, nee. Du kannst es denn ja auffüllen. Ich mache hier noch meins. Ja, dann können wir... Oh, ich freue mich schon, wenn hier denn der Rand drum ist. Der Rand. Ja doch, der Rand. Denn wenn das hier alles drum ist, dann ist das hier alles sicher. Dann ist das ausgeleuchtet. Und dann kann man hier, keine Ahnung... Kann man hier die ganzen Sachen machen. Und... Ah ne, das machen wir gleich. Ich möchte einen Brunnen bauen in die Mitte des Dorfes. Ach so. Ja, habe ich auch schon oft gemacht. Ja, also erstens, damit das cool aussieht, so wie so ein Dorfbrunnen. Ja. Und außerdem als unendliche Wasserquelle. Hm. Hä, ist es hier dunkel? Okay, ist weg. Naja, hey. Ich habe nichts gesehen. Ja, das ist manchmal voll komisch. So, ich würde sagen... Mach du mal, hol du mal noch ein bisschen Holz und mach ganz viele Zäune. Ach, hier sind ja noch 4 Stacks. Und 60 Zäune habe ich hier auch noch. Dann kann man hier mit. Soll ich jetzt sowieso ein bisschen Holz holen? Ja, ja, brauchen wir eigentlich schon. So, ich muss mal überlegen, wenn hier Wasser hinkommt. Wasser kommt hier. Dann kommen. Hier. Das sieht ja jetzt behindert. Na, okay, das geht. So. Und hier eigentlich auch. 4. So. Gut, das Feld hier, wo die Melonen dann reinkommen, ist schon mal sicher. Das heißt, wenn wir dann welche finden gleich, wenn wir in die Dings gehen, dann schaffen wir... dann können wir die hier direkt einpflanzen und dann können wir direkt welche züchten. Und ja.
Den Spawner habt ihr noch nicht gefunden, oder? Doch. Doch? Ja, den haben wir auch ausgeräumt. Ach so. Aber da waren keine drin. Aber, ja, in der sonstigen Kiste sind auch so Moossteine. Mhm. Die haben wir auch von da. Vielleicht finden wir ja auch so eine Festung. So eine unterirdische. Ach so, ja, ja, ein Dungeon. Ja, ja. Ja, nee, nicht so ein Minensystem, sondern... Ach so, ja. Ja, ich weiß schon, ja. Das, was ins Ende führt. Mit genau. Dem Portal. Ja, das ist heftig. Das gab's auch schon, als es die Portale nicht gab. Und da habe ich eins gefunden und ich wusste nicht, was das ist und ich hatte richtig Angst. Ich dachte, das wäre so das Versteck von Herobo ein und so. Oh, und wir müssen den Part wieder beenden. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.